Im Stadtzentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew kam es infolge eines russischen Drohnenangriffs zu Explosionen. 5 Gebäude wurden beschädigt, es wurden keine Verletzten gemeldet. Dennoch verdeutlicht der Angriff die Verwundbarkeit der Stadt, die in letzter Zeit vergleichsweise unbeschadet blieb. Die Terroristen begannen diesen Morgen mit 13 Shahed-Drohnen. Nach vorläufigen Informationen wurden alle 13 vom ukrainischen Luftverteidigungssystem abgeschossen. Gute Arbeit, ich bin stolz. Seit Wochen greift Russland mit Raketen und Drohnen die ukrainische Energieversorgung an. Die Bevölkerung bereitet sich auf einen kalten und dunklen Winter vor. Der Winter steht uns bevor. Wie sollen die Leute überleben? Gott, was wollen sie von uns? Sie lassen uns UkrainerInnen nicht in Ruhe. Und doch beweisen viele UkrainerInnen nach diesen Angriffen erneut ihr Durchhaltevermögen. Bereits kurz nach den Explosionen räumten Säuberungstrupps die Trümmer weg und bedeckten die zerstörten Fenster, um die Kälte draußen zu halten.